Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Dead Cells. Da bin ich 6 so angezockt. Ja, das Spiel ist sogar auch schon durchgezockt. Eigentlich ziemlich schwer, das Spiel. So ist ein Metroidvania-Spiel. Das heißt, man rennt ja durch irgendeinen Kartenabschnitt. Sieht man später auf der Karte, da hat eine andere Farbe oder sonstiges. Da ist man in einem anderen Bereich und gibt mehrere Bereiche. Dann kommt man vom einen Bereich wieder in andere Bereiche hin. So wie bei Super Metroid so ungefähr. So, jetzt hier erstmal hier so die. Ja, erstmal hier gerade hier so ein paar Sachen hier gerade hier so gezeigt. So, dann geht dann noch gleich noch los. Hier, was man so einstellen kann und so weiter. Ja. So, dann ist jetzt hier losgehen. Normaler Modus. Und das ist so gemacht, ich habe jetzt da so eingestellt, dass man quasi auch selbst wenn man kaputt geht im Spiel, dass man später wieder bei so einem Checkpoint wieder weitermachen kann. Normalerweise ist das so eingestellt, also hätte man das nicht eingestellt, ist man normalerweise, egal wie weit man kommt, wie viele Levels, Karten, Abschnitte und sonstiges, man kann sich später auch hin und her teleportieren und so ein Kram. Oder mehrere Wege gibt es, also. Irgendwann ist man in einem Level, da gibt es mehrere Ausgänge, da kommt man in anderen Levelbereich hin. Zum Beispiel andere Wege, die nach oben führen, so ungefähr, also bis zum letzten Gegner. Und Geheimgänge gibt es, alles Mögliche halt. So fängt es normalerweise nicht an, dass man jetzt hier so eine Bakterie ist. Normalerweise ist man hier der Typ, aber wenn man das einmal durchgepackt hat, kommt man später wieder quasi hier zum Anfang wieder zurück. Deswegen der Typ ist mal, die Sachen hat mal. Und ja, dann rennen wir erstmal da rum, macht sich mit der Karte vertraut und so weiter. Irgendwann hat man den Dreh halt raus, gibt auch immer bessere Waffen und so weiter, wo man bekommen kann. Fähigkeiten hat man auch, bekommt man noch Doppelsprung, kriegt man später auch noch, dass man eine Wand hochklettern kann oder so die Lianen hochklettern kann. Oder so ein Dash kann man noch machen, glaube ich. Und mehrere Waffen gibt es, Schusswaffen gibt es auch. Kann auch zwei Waffen gleichzeitig quasi haben und die Fähigkeiten nur noch dabei. So, wo war doch das erste Mal hier, dass ich das angefangen habe. Ja, sonst wäre nicht gerade hier so, naja, gut, war doch das erste Mal. Ja, auf jeden Fall sind da ein paar andere Videoabschnitte, also gleich, wo ich dann weiter bin, so weit denke ich mir, glaube ich, muss ich auch noch zeigen hier im Video. So, hier, erstmal muss der ganze Kram erstmal einstellen. Aber machen kann halt Hilfemodus. Gegner Schaden, ja. So. Naja, und dann jetzt hier, wie man sieht, sieht man schon hier die Karten. Da sind da hier verfallene Arboretum, was wie auch mal. Wenn andere Eingang, da kommt man noch gar nicht hin. Zum Beispiel, so der Blau ist es erstmal so, ja, das so ist. Kann auch dann irgendwann kriegt man eine Karte, quasi wo die anderen Wege alle sind. Normalerweise wäre es auch so, dass man überhaupt keine Karte hat. Also man muss erstmal alles so wie Command Conquer quasi, muss man erstmal den Weg erstmal freischalten und erst dann sieht man später auf der großen Karte, wo man lang gegangen ist. Aber irgendwann kriegt man auch die Karte und dann weiß man auch wohin und so weiter. Ja, jetzt gleich müssen wir auf jeden Fall mal hier rumkämpfen, endlich. Ja, ich hatte es eben gerade, da habe ich einen Clip oder so gelöscht, deswegen hatte ich das eben gerade so angehört, als wir schon an einer Stelle am Reden waren, war ich da auch. Ich habe jetzt trotzdem mal 5 Minuten da wieder geschnitten, weil es einfach zu langweilig war, der Kram dazu zu zeigen. Egal, trotzdem ja erklärt. So, jetzt hier ist ein Endgegnerkampf zum Beispiel, ist nur auf einfach eingestellt. Deswegen wird auch schwer eingestellt. Naja, ich erstmal keine Chance. Ja, man kriegt man auch Levels, aber man wird auch immer ein bisschen stärker. Und dann packt man einmal durch, fängt man wieder von neu an.
kann man dann halt andere Wege suchen und finden, sich immer besser machen, kriegt auch immer bessere Ausrüstung, immer bessere Waffen, das ist das halt. Oder ja, Einstellungen kann man dann noch machen, wie ich eben da erklärt hatte, wo gar nicht zum Video gepasst hat zum Beispiel. Naja. So, ist auf jeden Fall gut schwer. Wie gesagt, ist jetzt so eingestellt, dass man am Checkpoint halt, wenn man gestorben ist, da wieder auftaucht. Normalerweise wird so eingestellt, oder man müsste das sogar machen, dass man einen durchpackt, ohne einmal zu sterben. Wenn nicht, muss man direkt wieder von Anfang an zu anfangen. Also so ist das normal eingestellt halt quasi. Deswegen ist es ja auch so unfassbar schwer. Aber trotzdem, wenn man stirbt, behält man ein paar Sachen, die man da gefunden hat und so weiter. Man muss auch manchmal in einem Level muss man da irgendwas finden, Schlüssel hin und her laufen oder erst eine Fähigkeit kriegen in irgendeinem Bereich. Dann muss man in einen anderen Bereich hingehen, also quasi auf einer anderen Karte, Abschnitt. Und dann kommt man da erst da hoch oder dann dahin halt. So geht es die ganze Zeit ab. So, jetzt hier war schon ein bisschen weiter. Eben das war, wo ich schon gezeigt hatte, vor dem ersten Endgegner war ja die erste Karte so ungefähr. Jetzt hier bin ich schon, ja, was heißt, schon viel, viel weiter halt. So, und hier ist das quasi hier die Levels. Da fängt man an, hier links. Und dann muss man halt bis ganz rechts hinkommen. Und da hat man gesehen, da waren andere Abzweigungen. Da kommt man aber erst hin mit bestimmten Fähigkeiten. Oder halt, wenn man der Ausgang halt bekommen hat, dann kommen wir erst dahin. Ich fand es cool, ich habe doch durchgepackt. 70% der Trophäen oder so habe ich. Deswegen entlangt mir die anderen, ja, anderen Trophäen gibt noch ein paar, weiß nicht, die werden schwer zu bekommen. Dann, wie gesagt, einmal durchpacken und zu sterben oder auf 8 oder was, wie auch immer. Habe ich mal versucht, ja, keine Chance, deswegen habe ich es sein gelassen, egal, weil durchgepackt, deswegen. So gekauft, kostet sonst nochmal 15 Euro oder was, weil am Angebot 5 Euro einmal. Deswegen habe ich mir geholt, über 10 Euro, keine Ahnung. Ja, da kann man sein Aussehen noch verändern. Und so halt, ja, ist halt cool gemacht. Jetzt sieht man auch da unten, jetzt habe ich auch da mehr Energie als da ganz am Anfang. Die ganzen Fähigkeiten sind da, heilen kann man sich schon alles Mögliche machen. Gegner vereisen, Feuer bewerfen, so halt, kann man alles machen. Ja, hier nächste Level, zack. So, dann ist man jetzt hier im nächsten Abschnitt. Und also, wenn man im Level reingeht, der nächste Abschnitt, wie man da eben gerade in den Karten gesehen hat, zurück kann man nicht mehr. Da kann man höchstens noch zum nächsten Ausgang, also nächsten Abzweigung nehmen. Zurück kann man dann nicht mehr. Da muss man entweder durchpacken oder halt kaputt gehen. Ja. So, das war's hiermit. Euch hat es auch nicht gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, gell? Bis dann.